Moin Leute und herzlich willkommen zu einer weiteren Review hier bei mir auf dem Kanal. Und heute möchte ich euch folgende Figur präsentieren, und zwar den Thanos aus der 112 Collective-Reihe von Mezco. Eine Figur, auf die die Community schon relativ sehnsüchtig gewartet hat, denn einen Thanos bekommt man relativ selten, seltener als andere Figuren. Und diese Figur ist einfach so ikonisch, dass jedes neue Release spannend erwartet wird, wie die Figur umgesetzt wird. Und natürlich Mezco dafür bekannt, immer ihren eigenen Stil mit reinzubringen. Und das ist ihnen meiner Meinung nach auf jeden Fall gelungen. Ihr seht, diese Figur ist relativ mächtig. Ich schaue mal, habe ich jetzt hier gerade eigentlich noch... Ja, ich habe hier gerade ein Mezco Gambit zur Hand. Ihr seht, Thanos auf jeden Fall mindestens 1,5 Köpfe größer. Das finde ich, das passt sehr gut ins Universum. Allgemein, ihr seht es vielleicht schon, eine sehr bulkige, eine sehr starke, eine sehr große Figur, und sie ist definitiv auch schwer. Oftmals ist es so bei den Mezco-Figuren, das kann ich auch schon vorwegnehmen, die großen, bulligen Figuren haben immer so ein bisschen Probleme mit der Beweglichkeit, aber da war Mezco auch ganz offen, hat gesagt, unsere Figuren sind nicht immer nur für die beste Beweglichkeit designt, sondern wir wollen, dass die Figuren auch gut aussehen. Und auf den ersten Blick, finde ich, ist das Aussehen hier perfekt gelungen. Ich finde, das ist einer der hübschesten Thanosse, die wir in der 1:12 bzw. 6-Inch Reihe jemals gesehen haben. Schauen wir uns ein bisschen aus der Nähe an. Ich hoffe, das funktioniert hier mit dem Licht. Ansonsten muss ich das nochmal ein bisschen drehen. Zu dem Head Sculpt. Das ist das normale Gesicht, was mit der Figur ausgeliefert wird. Und das ist meiner Meinung nach richtig, richtig nice. Also da hat Mezco schon mal komplett abgeliefert. Die Farben sind toll. Ich mag dieses dezente, also dieses matte Blau auf dem Helm. Das ist so ein bisschen blau mit einem ganz leichten Grünton fast schon. Das Gold hebt sich da auch hervorragend ab. Da ist Mezco auf jeden Fall ein richtiger Knaller geworden. Und so viel kann ich schon sagen, die Köpfe, die mitgeliefert worden sind, definitiv das Beste an der Figur. Dann haben wir hier eine ziemlich coole Goldrüstung. Die ist ja auch so ein bisschen ein Aushängeschild für den Comic Thanos auf jeden Fall. Wir haben hier sehr viel modellierte Rillen und sehr viel plastisches, räumliches Sculpting. Ihr seht das auch hinten. Da wurden ganz viele Linien eingesetzt, und in diesen Linien ist ein zweiter Goldton verwendet worden, um dem Ganzen noch mehr Tiefe zu geben. Und ein Feature nehme ich jetzt schon mal vorweg. Man kann das abnehmen, denn dort sind Magneten drin, und so kann man Thanos auch ein bisschen, nennen wir es mal, casualig präsentieren. Und ich finde das Outfit richtig, richtig gut. Ich habe viel in den amerikanischen Communities gelesen, dass sie finden, dass es nach einem Pyjama aussieht, dass es ein bisschen zu saggy ist, nicht allzu eng anliegend. Und ich finde das, also ich sehe das überhaupt nicht. Ich finde, das ist ein sehr galaktisches, royales Outfit. Wir sehen hier an den Schultern goldene Aufdrucke mit einem dunkelblauen Aufdruck. Überall haben wir auch wieder die dunkelblauen Linien. Wir haben hier hinten sowas wie eine Wirbelsäule aufgedruckt. Auch alles mega toll verarbeitet. Also überhaupt die ganzen Nähte sind mega sauber. Auch dass man hier vorne, ihr seht, dass hier das Ganze nochmal so aufgesetzt hat. Das ist wirklich toll gelungen. Dann haben wir einen sehr detaillierten Gürtel. Der ist genauso detailliert wie die Rüstung in den zwei Goldtönen auch gehalten. Hier hinten staut sich das ein bisschen. Ich denke, das kann man sicherlich ein bisschen gerade ziehen mit ein bisschen Vorsicht. Ansonsten zieht sich diese Art der Rüstung und der Streifen auch hier an den Unterarmen durch. Wir haben einmal Gold und einmal so ein Dunkelgold-Bronze. Und auch die Fäuste bzw. die Hände sind meiner Meinung nach echt top modelliert worden.
Jetzt muss ich mal schauen, dass der hier den Fokus auch auf den Arm bekommt, damit ihr das seht. Die Fäuste und Hände auch echt schön modelliert. Also ich nehme es schon vorweg, diese Figur ist wirklich nicht mega stark beweglich, aber was sozusagen an Beweglichkeit fehlt, macht man hier einfach an wirklich extravagantem, tollen Design wieder wett. Auch diese Beine und die Stiefel, wenn ich das so nennen kann, mega mächtig, mega stark designt. Also diese Figur wirkt wirklich wie ein riesiger Herrscher, wie jemand, mit dem man definitiv keinen Stress haben will. Und ich finde, das ist etwas, was Thanos auf jeden Fall ausstrahlen sollte. Beziehungsweise wir können gleich mal, bevor ich euch die Extras, weil es gibt gar nicht so viele Extras, zeige, einmal die Beweglichkeit. Der Kopf lässt sich definitiv sehr einfach in alle möglichen Richtungen bewegen. Die Arme gehen ohne Probleme in eine T-Pose. Bumm, da fällt er um. Nichts kaputt gegangen, aber ihr habt es gemerkt, was das für ein Knall war. Die Figur ist echt schwer. Lässt sich auch in alle Richtungen drehen, der Arm. Ich würde es nicht ganz um 360 machen, aus Angst, dass es vielleicht reißt. Jetzt kommt so ein bisschen der erste Downer. Das, wenn ich das jetzt hier mache, ohne die Arme abzupoppen, mehr als das werdet ihr die Arme, die Ellbogen nicht bewegen können. Da wird die Figur sowohl an den Unterarmschienen als auch an der Muskulatur gehindert. Und hier merkt ihr das nächste kleine Problem. Die sind nicht allzu fest. Das ist vielleicht gar nicht so schlecht. Aber wenn man die Figur bewegen will, muss man da sehr vorsichtig sein. Ansonsten kann man da schon mal das ein oder andere Gelenk verlieren. Aber besser, sie fliegen so ab, als dass sie abbrechen. Die Unterarme könnt ihr noch drehen, genauso wie die Fäuste, so weit wie es die Rüstung zulässt. Der Oberkörper lässt sich dafür entsprechend nach vorne beugen, nach hinten ein bisschen, nach links und rechts, und wir können ihn an der Hüfte drehen, was auf jeden Fall zumindest für ein bisschen Dynamik sorgt. Die Beine lassen sich auch nicht allzu weit nach vorne bewegen. Sieht ein bisschen stupsig aus, aber auf der anderen Seite, Thanos ist halt auch kein Spider-Man. Der braucht das nicht. Hier sehe ich schon ein bisschen, obwohl es ist nur eine Falte, glaube ich, Abrieb. Ja, aber nach hinten gehen die Beine gar nicht. Und die Knie lassen sich so weit bewegen. Also wir können mit Sicherheit irgendwie eine leichte Gehen-Pose irgendwie reinmachen. Wir haben auch keine Bizeps-Rotation. Ich glaube, auch am Ellbogen lässt sich die Figur kaum drehen. Das heißt, man muss es über den Unterarm machen, wenn man dort... Oh doch, der hat am Ellbogen eine leichte Rotation. Das heißt, wir können Thanos, dadurch, dass der so schwer ist, können wir die Figur definitiv in eine Pose bringen, in der er sieht, als würde er gehen. Und ich finde, das sieht bei der Figur noch besser aus als bei vielen anderen Figuren, weil sie bleibt einfach stehen. Die Füße sind so groß. Das ist mega einfach, die Figur sozusagen in eine Gehen- oder Laufen-Pose zu bringen. Aber ja, das ist es mit der Beweglichkeit. Wenn ihr euch diese Figur zulegen wollt, seid euch darüber bewusst, Thanos ist mehr ein Steher als ein dynamischer Bösewicht. Kommen wir zu den Extras. Das eine Gesicht haben wir uns schon angeguckt. Schauen wir uns einmal das nächste Gesicht aus der Nähe an. Und das ist ein sehr schön böse grinsendes Gesicht. Ein Ausdruck, den wir von Thanos kennen und auch lieben. Auch wunderbar verarbeitet, genauso wie der andere Kopf. Ihr seht jetzt hier alles nochmal im Detail. Da gleichen sich die alle. Das ist also wirklich
hervorragend verarbeitet und ist definitiv mein Lieblings-Thanos-Headscout. Und das dritte Gesicht ist ein böses Gesicht, ein böser Kopf, der die Zähne zusammenbeißt. Und hier auch bei anderen Figuren sagen wir immer, die Zähne, Mesko, das ist ein Problem. Hier einfach perfekt halt auch wieder abgeliefert. Also an diesen Köpfen gibt es nichts, aber auch gar nichts auszusetzen. Die sind wirklich toll gelungen. Die kann man sich auch so einfach ins Regal legen. Die sehen einfach echt top aus. Standardgemäß, wir haben es eben auch schon gesehen, kommt Thanos mit Fäusten. Die lassen sich auch, wenn man festhält an den Unterarm, die lassen sich ganz einfach tauschen. Dann gibt es ein weiteres Paar Hände, die, ja, die etwas halten können, würde ich mal sagen. Also sie können definitiv zum ganz einfachen Posieren auch genutzt werden, aber ja, so eine fordernde Pose ist mit den Händen auf jeden Fall möglich. Und dann gibt es noch ein weiteres Paar Hände, und zwar gibt es dann noch diese offenen Hände. Auch alle sehr schön modelliert und bemalt. Ich zeige es euch hier nochmal im Detail. Mit diesen Aufsätzen, fast wie Ringen, das ist echt super gelungen. Packen wir das mal so ran als lockere Hand. Sieht verdammt cool aus. Außerdem gibt es noch, und damit haben wir ihn dann auch, glaube ich, zum dritten Mal, den Tesseract, den Cosmic Cube, auch definitiv immer in Verbindung mit Thanos zu bringen. Bei Captain Marvel lag er dabei und bei Red Skull lag er dabei. Den kann man dann natürlich, sollte die Hand dranbleiben, Thanos so in die Hände bringen. In die Hände bringen. In die Hand legen. Und dann hat er sein Lieblingsartefakt aus dem Marvel-Universum auch dabei. Wobei, Lieblingsartefakt ist jetzt nicht ganz korrekt. Ihr werdet es vermutet haben. Es gibt natürlich noch eine Sache, die Thanos fehlt, und die zeige ich euch jetzt. Und damit das Ganze auch stimmungsvoll cool wird, sage ich mal, ändern wir Thanos nochmal eben kurz in seinem Erscheinungsbild. Er kriegt seine Rüstung, er kriegt das manische Grinsen, und wir stellen ihn kurz zurück, damit ich euch den Infinity Gauntlet zeigen kann. Darf natürlich nicht fehlen, wenn man über Thanos spricht. Die ultimative Waffe mit allen Infinity-Steinen, die er sammeln möchte, um das Universum zu kontrollieren, auszulöschen oder was auch immer. Ich finde, das ist wirklich toll designt. Es hat die Comicfarben, also wundert euch nicht, dass sich das ein bisschen anders, das ist so ein bisschen von den die Gems, dass die anders aussehen als im Film, im MCU. Ansonsten aber genauso toll designt wie auch die anderen Rüstungsteile. Und der Clou ist, und das zeige ich euch jetzt mal eben, indem ich hier das Licht ausmache und hier das Licht ausmache. Hier drin ist ein kleiner Schalter. Und wenn ich den betätige, glüht das schöne Ding. Alle Steine werden von innen beleuchtet. Ihr seht auch hier so ein bisschen, es gibt so ein paar Rillen. Das sieht wirklich aus, als würde die Energie da durchlaufen, als würde sie durchbrechen. Und ich zeige euch jetzt mal kurz das Geheimnis dahinter. Und gleichzeitig auch das Problem. Denn das Ding ist nicht wirklich ganz durchdacht, muss man sagen. Also so, wie man es hier raufstecken kann, geht es eigentlich nicht ganz rauf. Eigentlich sieht es dann so aus, ich kriege es nicht ganz zu. Ich kann es weiter reinschieben, dann wird aber alles hier hinten, ich muss mal eben das Licht anmachen, alles zurückgeschoben. Und ich zeige euch gleich auch,
wo das nächste größere Problem liegt. Nämlich, man kann, und das ist euch sicherlich schon aufgefallen, hier den Arm abmachen. Und während die normale Hand sozusagen dort einen Stecker hat, hat das Infinity Gauntlet, ich hoffe, meine Hände sind nicht allzu weiß und das blendet nicht, keinen Stecker, sondern einfach nur dieses Loch mit ein bisschen Schaumstoff, um das zu halten. Ich habe die Anleitung durchgelesen und ich sehe nicht, dass ich hier irgendwas rausziehen kann. Das ist definitiv fest. Und ja, man kann das Ganze dann hier raufschieben. Aber ihr seht auch, wenn man es raufschiebt, dann werden die Schalter betätigt. Und dadurch, dass es irgendwie nicht ganz darauf geht und wenn man dann die Hand darauf schieben will, dann hält das nicht so super. Guck, ich bewege mich jetzt kurz und dann geht es wieder an und zack ist es wieder ab. Also es ist, entweder verpasse ich hier was, aber ich bin der Meinung, auch in anderen Reviews gesehen zu haben, dass das Ganze nicht wirklich sauber verarbeitet ist. Man kann den Infinity Gauntlet zwar ein bisschen raufbekommen und der hält auch, wenn man jetzt nicht großartig da dran rumspielt. Aber was halt auch nicht möglich ist, Thanos kann die Faust nicht ballen und sie vor sich halten. Das geht einfach nicht. Das Ding ist viel zu groß, als dass es mit den Gelenken irgendwie klappen würde. Und das ist ein bisschen schade, weil die Posen dadurch limitiert sind. Hinzu kommt auch, und das ist zumindest nochmal wieder eine positive Sache, es gibt noch eine weitere Hand. Und zwar gibt es nochmal neben der Faust eine offene Version der Hand. Die versuche ich jetzt hier mal raufzubekommen, denn die ist, war wesentlich schwerer hier raufzubekommen, aber ich habe es irgendwie geschafft, dass es passt. Aber auch hier seht ihr, die Linien schließen nicht zu 100%ig ab, es sei denn, ich schiebe das Plastik ein bisschen durch. Und in dem Augenblick, wo ich es jetzt hier wieder raufpacken will und den Ellenbogen oder den Handschuh drehe, geht das aus. Man kann damit arbeiten, sage ich mal. Wie kriege ich denn jetzt das Licht an, wenn ich den Arm... Jetzt habe ich den so fest drauf, dass ich den gar nicht mehr abkriege. Manchmal hat man Probleme und dann tauchen Lösungen auf, wenn man sie gar nicht braucht. Das Gute ist, das fühlt sich alles nicht super billig an. Das heißt, jetzt ist das Licht schon wieder ausgegangen. Das ist ja witzig. Wieso geht denn da das? Was macht denn da das Licht aus? Das ist ja witzig. Ich glaube, es ist schon wieder ausgegangen. Naja, bevor ich mir jetzt hier den Wolf sozusagen drehe, ihr werdet ja sicherlich noch ein paar Fotos damit zu sehen bekommen. Merkt ihr, es ist nicht alles perfekt in der Ausführung, bis dahin, dass es teilweise nervig sein kann. Aber, und das ist jetzt so ein Fall, wo ich sage, wie lasse ich einfach mal 5 Grad sein? Wie kann ich mich dazu überreden, jetzt nicht zu sagen, im Vergleich zu allen anderen Meskos ist das irgendwie nicht so cool. Ich schaue mir einfach diese Figur an, wie sie dort steht und bin trotzdem hin und weg. Trotz der gesamten Fehler oder dieser wenigen Beweglichkeit, die ich aus einem narrativen Gesichtspunkt verstehen kann, auch wenn natürlich Thanos in den Comics auch öfter mal einen Schlag gesetzt hat und durch die Gegend springt und so, kann ich das schon verstehen, dass der Infinity Gauntlet nicht so toll designt ist, was oder ingenieursmäßig designt ist, dass er nicht vernünftig hält, dass es nicht allzu einfach ist, damit genau das zu erreichen, was man will, ist schade. Aber wie gesagt, ich schaue mir diese Figur an
Und ich finde, es ist der beste 112 Thanos, den es zu kaufen gibt. Das gesamte Design von den dicken Stiefeln, den massiven Armen, der geilen Rüstung oben, die man auch ohne Probleme abnehmen kann, und diesen wirklich, wirklich grandios hergestellten und designten Köpfen. Das ist halt einfach, ich finde das einfach klasse. Wie gesagt, ich schaue diese Figur an und das ist für mich Thanos in Reinform, Comic Thanos, so wie er aussehen sollte. Die Stoffe, wie sie genäht sind, die ganzen Applikationen, die dort zu sehen sind, das ist für mich einfach, so wie er da steht, ein rundes Designpaket. Es ist meiner Meinung nach eine der hübschesten Mezco-Figuren und gleichzeitig eine der enttäuschendsten, wenn es um Beweglichkeit und Ausführung der Technik oder der Gimmicks geht. Da muss dann jeder am Ende für sich selber entscheiden, will er gerne so eine hübsche Figur im Regal haben und das reicht ihm, oder will er zig verschiedene dynamische Fotos machen und ganz einfach mal hier zwischen den Handschuhen switchen etc., ohne dass er sich irgendwie ärgert, dass die Dinge einfach abfallen. Das müsst ihr für euch rausfinden. Ich bin mega zufrieden mit der Figur. Was haltet ihr von der Figur? Schreibt es gerne in die Kommentare. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn euch das Video gefallen hat. Abonniert mich auf YouTube, falls ihr es nicht getan habt. Wir nähern uns immer den 900 Abonnenten, was mega cool wäre. Besucht mich auch auf Instagram und Twitter. Ich freue mich immer von euch zu lesen. Das war's dann für dieses Review. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.